Ja, es ist endlich soweit, Freunde. Heute stelle ich euch die neuen Veroo Sommersachen vor, der sogenannte Sommerdrop. Wir haben eine Shorts in einer Farbe, dann haben wir die Vintage-Sachen restockt und eine Riesenänderung beim Stonewash-T-Shirt. Das Ganze sieht ein bisschen anders aus als die letzte Version. Dann kommen wir zu den 5 T-Shirt-Designs, die wir heute noch haben. Und ich freue mich, euch das Ganze heute vorstellen zu dürfen. Anfangen werden wir mit der Shorts. Wir haben eine Doppel-Pocket-Shorts und ihr seht schon noch mein Etikett vorne dran. Ich habe diese Shorts, und dazu eine kleine Geschichte, muss ich leider ausholen. Ich habe die Shorts nämlich gesehen gehabt bei Willi auf Instagram. Wollte mir, glaube ich, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, letzten Sommer war das noch, die Shorts nachkaufen. Die war ausverkauft, also habe ich kurzerhand gesagt, ich nutze die Chance, mache sie selber und mache sie ein bisschen anders, weil mir das ganze Eckige da so nicht gefallen hat. Ich habe nämlich die Taschen nicht komplett rechteckig, also quadratisch gemacht, sondern wirklich schön Rechteck, der ein bisschen längs geht. Und das Ganze dient so ein bisschen mehr der Ästhetik. Dadurch, dass die Linien ein bisschen länglicher sind, die Taschen länglicher sind, erreicht man so eine gewisse Ästhetik. Ihr seht die Aufnahmen zu den Shorts natürlich jetzt hier nochmal eingeblendet, weil ja, dieser Blickwinkel euch das nicht so ganz zeigt. Unfassbar bequem. Wir haben knapp über 300 Gramm, ich glaube 320 Gramm müssen es gewesen sein, wenn ich richtig in Erinnerung habe, 320, 340 so rum. Sind von innen tatsächlich auch angeraut, fühlen sich super nice an. Gerade, glaube ich, auch vom Zeitpunkt her die beste Zeit dafür, das jetzt rauszubringen. Muss ich aber auch gleich sagen, ist das Produkt, das am wenigsten verfügbar ist, die kleinste Stückzahl, weil sie leider in der Produktion auch ein bisschen teurer war und wir natürlich Richtung Ende Winter gehen. Und ob das Ganze vielleicht nochmal im nächsten Jahr Frühling mit einem weiteren Colorway oder dritten Colorway rauskommt, entscheidet ihr euer Feedback. Deswegen lasst mich das unbedingt wissen. Weiter gehen wir zu den Vintage-T-Shirts. Dann würde ich einfach mal sagen, ich hüpfe auch parallel immer rein, weil bei den T-Shirts ist nämlich auch ein neuer Fit vorhanden. Das heißt, es gab auch beim Fit einige Änderungen. Ein Punkt, den ich vorab ansprechen möchte, ist, wir haben neue Labels, die fühlen sich unfassbar bequem an. Ich komme kurz näher. Und die Labels haben wir diesmal so angebracht. Bei Veroo ist ja für mich so das Thema No Branding. Wenn ihr nämlich die ganzen hier leichter abmachen wollt, könnt ihr das nämlich unproblematisch hier abschneiden und habt gar kein Etikett mehr hinten. Thema No Branding wird konstant durchgezogen. Als kleines Dankeschön gibt es hier nochmal eine Karte, wo drauf steht, thank you for your order. Hätte ich eigentlich auf Deutsch schreiben können, fällt mir gerade auf. Aber ja, ansonsten habt ihr auf der Innenseite, wenn ihr nochmal hier rangeht, noch ein kleines Etikett mit Waschhinweisen, alles drum und dran. Seht ihr, was für eine Qualität das mittlerweile hier geboten wird. Und nochmal hier ein Seisteck hinten dran versteckt. Ganz dezent undercover, dass ihr natürlich das Thema No Branding immer stets im Kopf habt, weil das ist ja das Ding hinter Veroo. Geile Produkte, ohne nerviges Branding. Und jetzt hüpfe ich erstmal in das Helle rein. So, wir sind jetzt im Vintage T-Shirt Light drin. Ihr seht schon, der Look identisch wie beim letzten Mal. Das Einzige, was sich natürlich bei diesem und allen anderen T-Shirts geändert hat, ist der Schnitt, der enge Kragen, die Ärmel, die Weite, die Länge etc. Die ganze Anpassung, muss ich kurz nochmal hier erwähnt werden, ist dank eures Feedbacks entstanden. Das heißt, im Prinzip habt nicht ich, sondern habt ihr die neuen Schnitte entwickelt. Dank eures Feedbacks. Ich zeige euch das Ganze mal hier in 360 Grad, dass ihr es hier mal komplett seht. Ansonsten brauchen wir hier nicht ins Detail gehen. Die Waschung ist nämlich tatsächlich identisch wie beim letzten Mal, denn der große Knall kommt jetzt erst beim nächsten mit einer riesengroßen Änderung, was zumindest die Waschung angeht. Wir sind jetzt im dunklen T-Shirt drin, wo sich erheblich was geändert hat. Und das sieht man jetzt zum Beispiel an der alten Version. Wir haben hier eine Stone-Waschung. Die ist nicht mehr da. Ich komme ein bisschen näher und zeige euch das Ganze mal hier. Ihr seht, wir haben dieses Vintage-Schimmern. Hier sieht man zum Beispiel auch an den Eckpunkten, wo die Teile zusammengenäht werden. Wir haben eine sehr dunkle Vintage-Waschung. Und das war auch das Ziel. Ich habe tatsächlich ein altes Vintage-T-Shirt in die Hand bekommen, was, glaube ich, 10 oder 15 Jahre alt war, was ein schwarzes T-Shirt war mit einem Sportmarken-Logo drauf, was genau diese Waschung hatte. Wir haben, glaube ich, 17, 18, 19 Versuche, verschiedene Stoffstücke genommen, sie entsprechend gewaschen, bis wir ungefähr diesen Look hinbekommen haben, den ich hier erreicht habe. Ansonsten seht ihr beim Fit natürlich, wie bei allen anderen auch, haben wir den identischen. Und ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf wirklich diesen Look des Vintage, was wir erreicht haben, neben dem hellen, weil das eine gute Kontrastfarbe dazu ist. Und ich glaube, das wird sehr vielen Leuten gefallen, dass sie ein Vintage-T-Shirt bekommen, was unfassbar alltagstauglich ist und zu allem passt. Das heißt, man kann es jeden Tag unproblematisch anziehen, was beim Hellen, da achtet man schon ein bisschen mehr drauf, was man dazu kombiniert etc. Und beim Schwarzen, man hat ein Vintage-T-Shirt, was einfach zu allem funktioniert. Jetzt aber
hüpfen wir zu den Designs und da fangen wir an mit dem No Trust T-Shirt. Wir sind jetzt im No Trust T-Shirt drin und hier haben wir einen Digitaldruck kombiniert mit einem 3D Pufferprint. Es ist, ihr seht es ja auch in den Aufnahmen, es ist unfassbar unglaublich, was für eine Qualität man mit diesem 3D-Druck hinbekommt. Das ist einfach unfassbar nice. Haltbarkeit mindestens genauso gut. Das Einzige, was nachteilig gegenüber zum Beispiel jetzt Screenprint, also sprich Siebdruck ist, dass halt Digitaldruck leider zumindest in diesen Mengen unfassbar teuer ist. Dreimal so teuer, als hätte ich es hier mit Siebdruck machen lassen. Nur für euch als Info. Es fühlt sich halt unfassbar nice an und gerade in Kombination auch mit diesem Pufferprint unten, wirklich sehr, sehr gelungen. Zum Motiv gibt es eine lustige Story, kurz erzählt. Vor ein paar Jahren gab es, wie hieß er denn? Monet, glaube ich, hieß es, hat ein Musikvideo mal gehabt, da war er noch recht unbekannt, hat in diesem Musikvideo diese Dame mit einer Schlange drumherum wickeln lassen und Text auf ihren Kopf draufschreiben lassen, Fake, bla 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 etc. Oder schlimmere Wörter, bin ich mir gerade nicht sicher. Und damals, ich glaube länger als 2 Jahre ist es vielleicht sogar her, ich bin mir nicht sicher, habe ich mich hingehockt und habe gesagt, ich muss das in ein Motiv verwandeln und habe das tatsächlich getan. Habe den Kopf nachgebaut, habe die Schlange nachgebaut. Der Text etc. ist tatsächlich erst vor kurzem dazugekommen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was kann man da texttechnisch noch machen. Bin ich sehr zufrieden, ein unfassbar nices Design. Gerade die Kombination aus Digital und Pufferprint sollten wir in Zukunft vielleicht auch mal öfters machen, weil das kommt schon verdammt nice. Und gerade mit dem Weiß, Grau und dem Blau hier. Unfassbar nice. Freunde, jetzt kommen wir zum Sinner T-Shirt. Das schauen wir uns jetzt an. Jetzt bin ich im Sinner T-Shirt drin und dieses T-Shirt ist tatsächlich auch aus einem uralten Musikvideo entstanden. Da war das Thema Chrom, Flammen wurde da aufgegriffen und ich weiß nicht, wie ich dann drauf gekommen bin, das mit einer Maske umzusetzen, sage ich mal. Und das ist tatsächlich auch ein uraltes Motiv von mir, was ich damals designt habe, ich glaube vor ein Jahr, eineinhalb Jahren, hat aber vor kurzem dann eine Auffrischung bekommen. Hier war neben dem Kopf mal was anderes. Ich habe das Ganze ausgetauscht, habe nochmal ein bisschen den Text angepasst. Und am Ende des Tages ist dieses Motiv daraus entstanden. Wir haben hier beim Digitaldruck drauf geachtet. Wir hatten eine andere Version da, erinnert euch vielleicht an den Vlog, wo das Ganze ein bisschen strahlender war. Ich empfand das ein bisschen als störend. Wir haben das Ganze ein bisschen reduziert, damit es ein bisschen harmonischer ausschaut und sich besser ins Schwarz einarbeitet. Und ich glaube, wir haben hier tatsächlich einen guten Job gemacht. Und gerade für die Leute im Streetwear-Bereich, dem wird das Motiv auf jeden Fall schmecken. Und in Kombination mit dem Fit und alles drum und dran ist wirklich schon sehr gelungen und macht mich auch ein bisschen stolz, das endlich auf einem T-Shirt zu sehen. Lasst euch nicht täuschen, das ist kein Weiß, das ist beige. Ich hoffe, das kommt auf Kamera rüber. Ich habe mich hier für einen leichten beigen Unterton entschieden. In echt werdet ihr das schon sehen, sehr angenehm, so ein bisschen altweiß, so ein bisschen off-white-mäßig, sehr, 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 sehr angenehm. In Kombination mit dem grünen, dunkelgrünen 3D-Pufferprint. Unfassbar wilde Kombination. Ich weiß, das wird euch allen sehr, sehr, sehr gefallen. Ich glaube, das wird eins eurer Favoriten sein. Vielleicht neben dem letzten, warten wir noch ab. Der 3D-Pufferprint all over vom selbst hier gelben Tennisball bis alles drum und dran. Natürlich angelehnt an einen echten Tennisclub, der nicht aus Los Angeles ist. Auch mit den Sternen, mit dem Motiv in der Mitte, sehr ähnlich einem echten Tennisclub. Fand ich sehr inspirierend, habe gesagt, muss ich was Ähnliches machen und gerade das T-Shirt ist halt als Daily-T-Shirt perfekt geeignet, undercover, angenehm, sehr kleines, dezentes Motiv, was aber eine sehr hohe Ausstrahlungskraft hat und ja, Freunde, jetzt schauen wir uns das nächste T-Shirt an, das ist nämlich das Vintage-T-Shirt, was fast gecancelt wurde, aber ich dann doch gemacht habe und das war eine gute Entscheidung. Und ich kann euch schon sagen, es war eine gute Entscheidung, das nicht zu tun. Hier gibt es natürlich auch eine Storyline hinter dem Motiv. Aber erstmal, die Grundlage ist natürlich das Vintage-T-Shirt, was hier so ein bisschen dazu dient. Beim Print haben wir auch darauf geachtet, dass er nicht zu strahlend ist. Er soll ja zum T-Shirt passen. Wir haben hier so ein bisschen den Glanz rausgenommen, auch schon beim Design so angelegt und haben auch geschaut, dass das Design Brüche hat. Ihr seht überall hier Risse wie Blitze, die das Design so ein bisschen brechen. Zum Motiv kann ich sagen, das ist tatsächlich auch ein eigener Entwurf. Das ist ein Cane Corso, das ist eine Hunderasse. Kurze Anekdote, ein Freund von mir hat einen Cane Corso und ich bin ein Riesenfan von dieser Hunderasse, weil sie einfach majestätisch, ich will das Wort nicht sagen, aber fast schon brutal ausschauen. Und sind aber die liebsten Hunde überhaupt. Und ich bin einfach total verliebt in die Hunderasse. Ich selber habe einen Yorkshire Terrier, wisst ihr, also einen Yorkshire Terrier, Fox Terrier Mix. Und ich wollte das Ganze ein bisschen hier aufgreifen und habe natürlich ihn hier ein bisschen böse gemacht, als er eigentlich ist. Schaut aber unfassbar nice aus und gerade in Kombination mit dem Vintage-T-Shirt war das doch eine gute Entscheidung rauszubringen, weil ich mir zu Anfang echt unsicher war und gerade das Artwork zu erstellen, ist unfassbar viel Arbeit drauf gegangen und wäre auch schade drum gewesen, wenn es irgendwo im Archiv
bleiben würde. Ich weiß, dass ihr einen Riesenspaß darin haben werdet mit diesem Motiv, weil sie wirklich auch mit Details glänzt, wenn man sie ein bisschen näher anschaut. Und zu guter Letzt das Astro-T-Shirt, wo ich glaube, das wird den meisten gefallen. Erstmal kurz zum T-Shirt an sich. Wir haben ein schwarzes T-Shirt als Grundlage. Dann haben wir das Motiv verstärkt mit weiß unterlegt, dass es mehr strahlt. Weil wenn ihr euch das ein bisschen in Detail anschaut, seht ihr, was für unfassbare Details in diesem Motiv enthalten sind. Wir haben das Ganze nochmal zusätzlich versiegelt, dass es noch langlebiger ist und ihr noch länger was von diesem wunderschönen Strahlen habt. Story zum Design, das habe ich tatsächlich angefangen, Ende 2020 das Motiv. Und habe es immer wieder so rumgeschoben, immer wieder was abgeändert, bin nie auf den grünen Nenner gekommen und dann, glaube ich, vor 3-4 Monaten auch mit diesem Thema Astroworld, Travis Scott, darf man ja gar nicht aussprechen, so ein bisschen inspiriert davon, das Ganze hier nochmal aufgegriffen. Und wenn man sich auch den Text hier und anschaut, was ihr gesehen habt, ist nochmal wirklich detailverliebt bis ans Ende und dann versteht ihr auch, warum ich dieses Strahlen hier unbedingt haben wollte. Und die Leute, die aus dem Fach kommen, wissen, weiß zu unterlegen kostet unfassbar viel Geld. Gerade im Digitaldruck ist es halt unfassbar teuer. Wir bekommen aber unfassbare Details. Auch wie bei allen anderen, wir haben großteils Digitaldruck verwendet, obwohl das in diesem Fall tatsächlich 3-mal mehr gekostet hat als Siebdruck. Viele sagen ja auch, Siebdruck ist besser, das ist jenes. In gewissermaßen in bestimmten Bereichen ja, wenn es vor allem vielleicht auf Masse geht, ja. Bei so kleinen Stückzahlen ist es vielleicht auch sinnvoller, auf Siebdruck zu gehen, weil es günstiger ist. Habe ich mich dagegen entschieden, weil gerade bei allen Motiven ist es super wichtig, außer natürlich beim Tennis-T-Shirt, dass es Siebdruck eben die Details beizubehalten und sie nochmal verstärkt zu zeigen, weil einfach die Motive dadurch glänzen. Haltbarkeit, Look etc. Brauchen, die sich nicht verstecken, sind auf dem gleichen Level. Nur der Preis macht hier leider einen Unterschied. Ich hoffe, das T-Shirt gefällt euch. Hier noch ein paar kleine Side-Facts dazu. Wie am Anfang erwähnt, die Shorts ist, glaube ich, vom Stückzahlen das geringste, weil einfach mehr konnte ich nicht holen. Ihr wisst, man braucht auch Geld, um alles zu finanzieren. Das geht einfach nicht. Das Gleiche gilt halt auch bei den T-Shirts. Wenn was ausverkauft sein sollte, werde ich versuchen, das Ganze zu restocken. Preislich werden die T-Shirts sich bei 39,99 € bewegen. Eigentlich müsste man bei solchen Sachen wie das Vintage-T-Shirt ein bisschen höher gehen. Aber das kompensiert es das durch die anderen T-Shirts. Die Shorts wird bei 44,99 € sein, weil sie wirklich in so kleiner Stückzahl ist, dass ich einfach unfassbar viel dafür zahle und gerade mit den Taschen sehr aufwendig ist. Insgesamt kann ich euch sagen, Stückzahlen sind leider gering, müsst ihr halt verstehen. Ich bin kein Justin mit Peso, ich bin kein 6PM von Ashraf. Ich bin halt, das ist Veru, auch nur kleine Anekdote zu Veru, ist halt mein kreativer Spielball, wo ich solche Sachen machen kann, wo ich mal ein bisschen kreativ sein kann, wo ich so ein bisschen von Vishu weglasse, weil das Ganze eine gewisse Linie folgt. Habt ihr zu Anfang gesehen, auch mit dem Sweater, da geht es eher um das Technische, wo ich Produkte made in Germany rausbringe, die technisch einfach auf einem Level sind, wo es schwer ranzukommen ist oder glänzt mal eben durch sowas. Ich zeige euch das Ganze mal hier, zum Beispiel auch, dass ihr das auch mal gesehen habt. Hier zum Beispiel ist diese Waffelstruktur. Das ist gerade ein Prototyp, an dem ich arbeite, was jetzt im Herbst, Winter kommen wird. Kreativer Spielball, da mache ich Sachen, die ich bei Vishu nicht mache und ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Ich möchte mich nochmal kurz bei euch bedanken, denn wie ich zwischendurch erwähnt hatte, sind diese Schnitte angepasst worden, basierend auf euren Feedback, auf euren Amazon-Bewertungen. Auch hier nochmal Amazon-Bewertungen. Vielen lieben Dank dafür, dass die Leute da unfassbare Bewertungen schreiben, teilweise sogar Bilder mit Outfits posten, was mega krank ist, was viele Leute halt nicht verstehen. Das hilft tatsächlich den anderen, wenn einer zum Beispiel da reinschreibt und sagt, hey, ich bin 1,87 Meter, wiege jetzt 103 Kilo und trage XL. So schaut der Fit bei mir aus mit dem Bild oder schreiben das rein und das hilft halt jedem Einzelnen dann das besser zuzuordnen, welches T-Shirt er nehmen müsste. Deswegen bin ich unfassbar dankbar dafür. Genauso auch für die Insta-Nachrichten, für das Feedback im Allgemeinen, weil das hat halt geholfen, die T-Shirts weiterzuentwickeln. Und wir machen aber da keinen Stopp. Wir arbeiten ständig weiter an der Entwicklung. Wie wir es bei Wish tun, tun wir es hier auch. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Sommerdrop und bitte bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt noch die letzten Sonnentage, nein, nicht mal bis September haben wir noch was davon. Und ja, bleibt gesund, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.